Hey, ciao zusammen, willkommen zurück mit Rayman in der Rappelkiste beim Spiel Hidden Expedition. Ein Wimmelbild-Adventure, wo man jetzt ein bisschen in der Scheiße steckt. Das sieht echt nicht so simpel aus, was wir damit machen. Wir können da ein bisschen umdrehen und ein bisschen drehen und drehen und drehen. Und die Schnürli werden dann immer länger. Und immer mehr Zug drauf, was müssen wir machen. Also ohne so eine Info ist das echt nicht so ohne. Verstelle die Enden der Stricke so, dass diese sich nicht überkreuzen. Drehe den mittleren Kreis mit Hilfe der Pfeile. Okay, machen wir das mal ganz oben. Das auch mal so gerade wie möglich. Ich probiere einfach mal. Was da über das wird schon mal nicht funktionieren da. Das können wir zwar so ein bisschen abnehmen. Fertig. So weit entfernt von der richtigen Lösung sind wir nicht. Ah, da können wir nicht tiefer ab, aber da können wir weiter rauf. Jetzt ist nur noch der da. So rauf, ganz oben. So, geschafft. Ordne die Pfeile so an, dass sie alle nach unten zeigen. Oh nein, wie fies. Nein. Oh shit. Den können wir einzeln. Der macht 3, der macht auch 3. Der macht nur die oberen 2. Gibt es eine Möglichkeit, was ich. Okay, wenn ich den tue, dann jetzt. Nein! Jetzt die. So. So. Huh! Fieses Spiel. Er fährt nach unten. Wir sind jetzt aus dem Lift. Wir haben es geschafft. Wir sind wieder aus der Turnin. Wir sind wieder aus der Turnier. So. Türen auf, Quelle der ewigen Jugend. Sollte es wirklich so einfach sein, diese Quelle zu finden? Dum. Gehen wir mal schauen. Und ganz schlucken. Ja, der sieht aber nicht mehr so jung aus da. Sieh dich am ehemaligen Handelsstützpunkt um. Das muss die Quelle sein. Der hat es aber nicht geschafft. Und eine Infokarte. Wieso sollte es an einem Ort, wo die Quelle ist, wo niemand jemals gefunden hat, warum sollte es da eine Infokarte haben? Also ich meine, das. Die Quelle der ewigen Jugend. Vorstellung von einer Quelle, deren Wasser dem, der es trinkt, ewige Jugend oder ewiges Leben verheißt, gibt es schon sehr, sehr, sehr lange. Der spanische Conquistador Juan Ponce de León suchte auf seiner Expedition nach Florida 1513 vergeblich nach dem verheißenen Jungbrunnen. Bis heute hat sie jedoch niemand gefunden. Und doch ist diese Infokarte genau da. Ich sollte mir die Kette um seinen Hals mal ansehen. Dann nahm er den Stab und nahm sie weg. Und klauten. Einfach seine Schilddekoration. Er ist mal weg. Nur die Auserwählten reinen Herzens dürfen den Pfad ewiger Weisheit beschreiten. Danke. Das war doch kein Problem für uns. Der Weg der Schildkröte muss mit einer Schildkröte enden.
jetzt ergibt das alles Sinn. Und die haben wir da. Finally. Schilddekoration. Jetzt haben wir zwei Schilddekorationen. Rechts können wir nicht, rauf können wir nicht, links können wir nicht. Da ist noch etwas. Nehmen wir das Gebüsch weg und nochmal eine Schilddekoration. Schilddekoration. Jetzt, wenn das Inventar langsam immer weniger wird, wissen wir, jetzt geht es langsam am Ende zu. Und da haben wir das Schild. Das heisst, wir benutzen die Schilddekorationen. Das Schild ist vollständig. Irgendwie werden wir ja noch die Quelle der ewigen Jugend. Und noch ein Wimmelbild. Rad habe ich schon gesehen. Kanone ist da. Netz ist da. Paddel ist da. Das wird das schnellste ever. Gurt. Nein, zu früh fällt doch da ist er. Gurt. Patapata. Oh nein, da kommen ja noch mehr. Glocke. Helm. Glocke. Seestern. Goldbarren. Nimm einfach das Gold und verschwinden wir. Reptilskelett. Das ist da. Flagge, die ist riesig. Seestern, 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 der ist da. Komm, bring noch mehr, bring noch mehr, komm. Ich bin seit Jahrhunderten an diesem Ort verankert, wow. I was anchored to this place for centuries. Ja, du hast im Fall auch ein Messer da. Ah, so funktioniert das. My greed chained me to this cave. Meine Habgier kettete mich an diesen Ort. Der Kettel, die haben wir da. I wanted barrels of this for myself. Schon gefunden. Noch nicht mal fertig geredet. Gold, a ship of my own and eternal life. Wir lernen nicht mal fertig, die haben schon was gefunden. Der Heart ist da. Bag of Coins ist da oben. Kannst springen. All the diamonds in the world can't buy me freedom. My body was disfigured by greed. Körper, da ist er ja. Körper. Da ist ein Body. Your Body. If you have a pure soul, you can release me from eternal. Never, oh oh. Werden wir jetzt da Tunin abdolchen? Ich habe schon gesehen, dass er da steht. Ich traue mich nicht auf OK-Klick. Ich muss. Okay, da sind's. Finally, eternity awaits. Give my brother a second chance. The medicine will cost you. Every drop of the water is mine to use and sell. Er wird also die ganze Sache für sich selbst. Das Medikament wird dich kosten. Jeder Tropfen dieses Wassers gehört mir. Nur ich kann es verwenden und verkaufen. So lauf. I'll earn millions and live forever. Ja, super. Für immer leben, jedes Jahr wieder eine Steuererklärung ausfüllen. Ist ja auch verdammt geil. I should never have trusted you. Genau. Sie merkt es gerade, dass er ein Arsch ist. Beggars can't be choosers. You both played your parts well. Say hello to Captain Magellan for me, Agent. Hey. Was muss ich machen? Ist das so der Moment, wo einem das ganze Leben... Boah, was soll der Scheiß? Nein! Verzogen. Ja, genau. Ich bin ja der größte. Was für eine epische Szene.
I only wanted to save my brother Tom. He's the best person I know. Please, make sure he gets this. Was für ein Plot Twist. Plop. Ich glaube, wir haben es geschafft. Danke, dass du Hidden Expedition, die Quelle der ewigen Jugend, gespielt hast. Big Fish Games Team. Wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft. Wir haben die ganze Welt gerettet. Okay. Zwei, drei Sachen, die ich nicht ganz verstanden habe. Wieso rettet sie ihre Brüder nicht ab? Gut, fangen wir vorne an. Wir haben die Quelle gefunden. Die Quelle der ewigen Jugend. Das heisst, wir könnten grundsätzlich ewige Jugend haben. Der Dario Turnin haben wir, nachdem er auf uns geschossen hat und wir wie die grössten Jedi-Ritter die Kugel abgewehrt haben mit einem Dolch, ist er dann natürlich gerade in die ewige Jugendquelle eingefallen. Und das hat ihn dann natürlich gerade gefesselt. Das ist ja auch naheliegend. Das, ja, kann sich jeder, der ein bisschen mit Chemie etwas versteht, kann das nachvollziehen. Gut. In dem Moment hat Dana Creed, also die Frau mit der komischen, doch ehrlich merkwürdigen Frisur, uns ganz klar zu verstehen gegeben, dass sie ja eigentlich immer nur die besten Absichten hatte, nämlich ihren Bruder, der leider erkrankt ist, zu retten. Und nur darum hat sie eigentlich die ganze Reise auf sich genommen. Das ist zu allen so gemein gewesen. Weil sie hat ihre Brüder müssen retten und für das hat sie die Quelle gebraucht. Okay. Das heisst ja, sie ist schon gar nicht so eine böse Person. Trotzdem stellt sich für mich die Hauptfrage, warum genau rettet sie ihre Brüder nicht selber, sondern schickt uns mit so einem Fläschchen das machen. Ich meine, das hätte sie ja grundsätzlich auch selber können. Wieso genau ist sie dann einfach verschwunden? Ich meine, jetzt wo wir ja beste Kollegen sind, hätte man können sagen, ja gut, komm, alles easy. Die nächste Frage, die ich habe, ist, wir wissen jetzt, wo die Quelle der ewigen Jugend ist. Was machen wir mit dieser Information? Tun wir die irgendjemandem weitergeben? Behalten wir die für uns selber? Machen wir ein Millionengeschäft? Retten wir einfach alle unsere Personen, die uns lieb sind? Was wir auch nicht können, ist alle Leute zu dieser Quelle lassen, weil wenn ja alle Leute dann immer mehr leben, also immer unendlich lang leben, dann sind wir irgendwann leicht überbevölkert. Spannende, das könnte noch spannende Diskussionen geben zu diesem Thema. Was würdest du machen, wenn du die Quelle der ewigen Jugend wirst finden? Bleibt es in dem Sinn noch einigermaßen offen? Ja. Also der Abschluss, also das Ende geht relativ schnell. Wir haben noch eine Kugel abwehren, zum Glück, sonst wären wir jetzt tot. Ja, also das wären mal so meine Gedanken zum Ende. Das ganze Spiel an sich ist jetzt halt so ein Thema. Ich glaube, Wimmelbildspiel müsst ihr gefallen oder nicht. Ich habe es jetzt grundsätzlich mal spannend gefunden, ein Wimmelbildspiel mal zu spielen. Ich habe vorher, wie schon gesagt, noch nie eins gespielt. So im Großen und Ganzen habe ich es auch eine lustige Abwechslung gefunden. Also zu all diesen Ballerspielen und so zwischendrin mal ein bisschen wimmeln, finde ich gar nicht so schlecht. Ich kann mir jetzt auch gut vorstellen, dass es etwas ist, wo jetzt in einer abgeschwächten Version vielleicht, wo man auch mal mit Kindern kann spielen kann oder Leute, die einfach wirklich brutal in die Rätsel interessiert sind und das gerne machen. Was ich allerdings wirklich fragwürdig finde, ist manchmal so ein bisschen,
wie soll ich sagen, nicht Rätsel an sich. Rätsel an sich finde ich lustig und spannend. Da zeigt sich auch, dass die Leute, die das Game entwickelt haben, eine brutale Fantasie haben. Nur so die offensichtlichen Zusammenhänge, die manchmal sind. Also ich meine, wie ist es möglich, dass bei den Quellen von der ewigen Jugend so eine Infokarte ist, wenn die noch nie jemand gefunden hat? Wer sollte so eine Infokarte dort oben tun? Die Infokarte an sich selber, das ist ja sowieso nochmal ein eigenes Thema, also irgendwie, pff, ja, hat ein paar Informationen dabei, damit das Spiel wahrscheinlich auch noch, ich kann behaupten, es gibt noch Informationen mit, aber jetzt so wirklich die überspannenden Infos sind jetzt auch nicht ganz, also sind eher ausgeblieben. Mir hat es Spass gemacht. Ich hoffe, oh ja, danke vor allem Curry und Marina, dass ihr euch das voll gezogen habt bis zum Schluss. Voll geil. Wenn ihr nochmal ein Swimmerbildspiel sehen wollt, also ich würde sehr gerne nochmal eins machen, dann lasst mich das irgendwie wissen. Die meisten, die jetzt noch zuschauen, werden meine Kontaktdaten haben, dann teilt mir das einfach mit. Dann, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass ich wieder mal ein Swimmerbildspiel mache. Jetzt, gerade im Moment, denke ich, mache ich zuerst mal ein kleines Päuschen mit dem Wimmeln. Aber es wird sicher nicht das letzte Wimmelbildspiel sein, das auf dem Kanal live gegangen ist. Ja, Wimmelbildspiel, fertig gewimmelt. Bin froh, sind ihr dabei gewesen und jetzt kann sich jeder selber ein Bild zum Wimmelbildspiel-Adventure machen. Ich finde, wir haben da ein recht gutes Spiel ausgesucht. Und ja, lasst mich doch wissen, was ihr davon gehalten habt. In dem Sinn würde ich sagen, Hidden Expedition, die Quelle der ewigen Jugend, haben wir abgeschlossen. Das Projekt können wir jetzt hier auf dem Kanal beenden. Hat mich wirklich sehr gefreut, dass ihr dabei gewesen seid. Würde mich auch freuen, wenn ihr wieder einmal in die Trappelkiste hinschaut, wenn ihr vielleicht ein anderes Game könnt unter die Lupe nehmen. Ja, jetzt bleibt mir eigentlich nicht mehr viel anderes zu sagen als Ciao Ciao Magellan und euch bleibt super. Das meine ich im Ernst, macht keinen Scheiß und wir freuen uns, euch mal wieder zu sehen. Bis dann, macht's gut und ciao zusammen.